мамуль. Olay. İma. Pamaki. Помоги! Киало!
Emma. Hola, Emily. Hola. Cielo. Hola.
Kialo. Hola, Aimee. Tamaki. Oui. Hola.
Olai. Toma aqui. Quero.
パマキ。Es scheint mir doch ein kleiner Darstellungsfehler zu sein, den wir hier haben. Ich würde an der Stelle deshalb die Folge mal abbrechen und dann in der nächsten Folge weitermachen an der Stelle. Vielleicht ganz kurz, das, was wir gesehen haben, ist tatsächlich, wie soll ich es ausdrücken, so eine Kombination aus Matrix und Wall-E. Also das heißt, offensichtlich haben wir eine hochtechnisierte antike Kultur entdeckt, die entweder die Menschen gerettet hat, oder die Menschen haben es möglicherweise selbst initiiert, aber jedenfalls Computertechnologie, Maschinentechnologie, die es ermöglicht hat, vielleicht einen Planeten zu verlassen und zu einem anderen zu reisen. Die, wir haben in dem einen Bild gesehen, dass Menschen die Maschinen in irgendeiner Art und Weise anbeten. Und zentral wird eine Fünftonfolge sein oder zwei aufeinander abgestimmte Fünftonfolgen. Das haben wir jetzt ein paar Mal gehört, unter anderem an diesem Glockenspiel in der Höhle, das den Zugang geöffnet hat zu einem weiteren Areal und zu dem Artefakt, das wir gefunden haben. Und die Maschinen wiederholen diese Fünftonfolge, aber atonal, also das heißt nicht harmonisch. Und möglicherweise ist das der Grund für ihr Verhalten. Das werden wir mal noch sehen, aber nicht in dieser Folge, sondern ich muss das Spiel erstmal neu starten. Und dann machen wir an der Stelle weiter und es werden jetzt auch mehr als zwei oder drei Folgen. Das ist klar. Und diese Folge werde ich nennen die Barke oder die Arche. Ich weiß es noch nicht genau, aber ich denke, ich werde sie die Arche nennen. Also ich freue mich dann, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und ich starte jetzt das Spiel erstmal neu. Danke und bis dahin, ciao.